Und herzlich willkommen zum neuen Video mit etwas Verzögerung. Ja, die folgende Geschichte ist jetzt, glaube ich, schon 3-4 Wochen her, aber trotzdem, sie ist eigentlich immer noch aktuell. Da könnt ihr dann mal schauen, was ich jetzt erlebt habe mit dem Fahrer, dem Schreiber. Und ja, war dumm gelaufen, aber am Schluss kam es dann doch noch gut aus. Ja, das seht ihr jetzt dann. Am Schluss des Videos gebe ich einen Ausblick über das, was ich dann in Zukunft mache, wo ich hinfahre und so weiter. Also bleibt dabei und ja, also dann lassen wir mal los und viel Spaß beim Gucken. Und tschüss. So, jetzt habe ich das Ding abgestellt. So. So, meine Fahrt geht weiter. Jetzt geht's Richtung Stuttgart nach Weinstadt. Zu einem alten Bekannten, den ich schon vor Weihnachten besucht habe. Die Passstraße da. Schön, schön. Eine schöne waldreiche Gegend. Vielleicht erkennt es jemand. Geisingen an der ST. Ich habe aber steckt oder? So, ich war bei meinem Freund Klaus, haben super grilliert, wie ihr gesehen habt, gegrillt, sagt ihr. Und ein riesen Steak, hey, Wahnsinn. Wieder mal, schon lange keins mehr gehabt. War ein super toller Abend. Er will aber nicht gefilmt werden. Und jetzt fahre ich weiter und Richtung Schorndorf. Und da versuche ich mein Glück nochmal bei der Mercedes, ob die mir jetzt endlich mal den Tacho einstellen können. War gerade bei der Mercedes, war wieder nichts. Die haben erstens keine Zeit, zweitens wollen sie den ganzen Fahrtenschreiber prüfen. Das müssen sie, weil da müssen sie dann die neuen Daten eingeben, aber ohne Prüfung geht das nicht. Obwohl ich den nicht brauche, sonst kriegen sie Probleme, blöd. Jetzt gehe ich nach Schwäbisch Gmünd, das ist eine größere Mercedes-Niederlassung, und versuche da mein Glück. Ja, jetzt war ich in Schwäbisch Gmünd bei dem nächsten Mercedes, bis da mal einer kam. Aber der hatte noch weniger Ahnung wie der letzte. Der wusste nicht, wenn er die Tachoprüfung macht, beziehungsweise die Fahrtenschreiberprüfung, ob dann das Signal auch vom Tachometer stimmt und ob das von da kommt. Und das wusste der alles nicht. Redete von 2,5 Stunden Arbeitszeit. Blablabla. Bla, bla. Jetzt habe ich mich direkt mit Kienzle in Verbindung gesetzt in Stuttgart und die haben gesagt, sie machen das, diese Prüfung schnell, alles einstellen. 90 Euro plus Steuer und ich könne gleich vorbeikommen. Jetzt fahre ich dahin und dann hoffentlich funktioniert es dann endlich. Okay. So, jetzt bin ich bei der Firma Kienzle in Stuttgart und der hat sein Zeug angehängt und macht mir die Sache jetzt ganz unkompliziert, wenn man weiß wie. Die haben auch alle Geräte. Tipptopp. Ja, wann sehe ich schon mein Wohnmobil fahren, hä? Ah, ist das schön. Bin wieder am Fahren, das war jetzt ein Ding, ich sag's euch. Ich habe die am Anfang gefragt, ob sie nicht einen Dummy da haben. Sagt, nein, die haben keine da, müssen sie bestellen. Das ist ja so ein Teil, damit ich den Fahrtschreiber das Risiko nicht habe, wenn der nämlich stromlos ist und die Speicherbatterie kaputt ist, dann ist der tot und dann kann man nicht mehr weiterfahren, also nur im Notprogramm. Und davon hatte ich Respekt, ja. Jetzt war es so. Dann habe ich gedacht, ja gut, dann stellt einfach den Tacho ein, das hätte mich 90 Euro gekostet.
Prüfung mit Batterie ersetzen. Ja, dann hat er das Ding rausgezogen und hat nicht geguckt, ob noch Strom drauf ist. Beim Rausziehen ist ein Stecker rausgefallen. Er nimmt die Batterie raus, zack, das Ding natürlich tot. Dann ich auch, scheiße, das auch noch, weil ohne das Ding kommt man nicht weit. Und ja, dann habe ich gesagt, ja, vielleicht habt ihr noch irgendein altes anderes Gerät, irgendwie, was machen wir jetzt? Und dann ist er suchen gegangen. Ja, und jetzt hat doch der im Schulraum einen Dummy gehabt und bei mir da eingesteckt und geguckt, ob es geht, und es hat funktioniert. Kilometerstand eingetragen und die Drehzahl für die Räder, damit der Tacho stimmt, eingetragen, und jetzt funktioniert alles und ich habe einen Dummy und ich habe nur 200 Euro für alles zusammen bezahlt. Das ist das, was ich eigentlich wollte, und jetzt habe ich es zu einem sensationellen Preis gekriegt. Was will man mehr? Und hier oben seht ihr jetzt den Dummy, das ist der Dummy, das hat keine Anzeige mehr. Und jetzt kann nichts mehr passieren, weil ich kann den ausstecken, der hat keine Speicherbatterie, egal was, und ich muss ihn noch ganz reinschieben dann. Aber jetzt habe ich einen Dummy, extrem günstig, und die Kilometeranzahl stimmt auch. Hey, also Glück im Unglück, wie immer, das Glück ist mit mir. Ich bete natürlich auch immer dazu, muss ich auch sagen, und ja. Ich erlebe dauernd immer solche Dinge. Okay. Jetzt bin ich gerade einem Stau ausgewichen. Der Navi hat gesagt, geh da lieber mal raus. Google, oder? Aber Google kennt meine Höhe nicht. Dann komme ich da bei, wie heißt es, Oberulm. Ist eine Tafelbrücke, 3,10 Meter. Ich so, scheiße. Und dann konnte ich aber nicht wenden, dann bin ich halt weitergefahren und dann stand ich vor dieser Brücke. Das war ein Rundbogen, obenhalb Eisenbahn. Dann habe ich gesehen, ja, das ist eigentlich viel höher. Kamera eingeschaltet, rechts, links. Und dann bin ich langsam durchgefahren und es hat locker Platz gehabt. Ich musste halt in der Mitte fahren. War sowieso eng da drin, man konnte sowieso nicht kreuzen. Und jetzt bin ich unter eine Brücke, die 3,10 angeschrieben ist, mit meinen 3,90. Also die Höhe ist wirklich selten ein Problem. Die Länge schon eher. Und ja, selbst wenn ich jetzt nur 3,50 wäre und die Brücke 3,10, wäre das trotzdem nicht gegangen. Aber dank diesem Torbogen und dank der Kamera, wo ich ja dann genau sehe, wie viel Platz ich noch habe, und das hatte locker 20 cm noch, bin ich durchgekommen, und jetzt bin ich auf der A6 Richtung Nürnberg. Endlich mal kein Stau mehr, ich hasse Stau. Gesehen, Ende gut, alles gut, und ich habe endlich mein Dummy gekriegt. Normalerweise zahlt man da sicher 500 Euro und ich habe es jetzt wirklich zum super Preis gekriegt. Eigentlich war das nicht ganz so geplant, aber jetzt hat es ja geklappt und ich bin froh darüber. Ja, so kann es manchmal gehen. Also, was mache ich in Zukunft? Und zwar bin ich das erste Mal an der Abenteuer Allrad in Bad Kissingen. Also, ihr werdet mich da sehen. Und zwar ab Mittwoch, was ist das, 14. oder 15. werde ich schon da sein. Als YouTuber natürlich, werde da berichten. Für alle, die nicht kommen können. Ja, und des Weiteren werde dann ab Juli werde ich dann Richtung Osten fahren. Und zwar mit der Sandra. Wir werden Türkei machen, Georgien, Iran und werden eigentlich, so Gott will, sicher ein Jahr unterwegs sein. Es wird also spannend. Und dann werde ich auch sicher mehr zu berichten haben, als ich jetzt momentan das habe, weil ich halt hier momentan bei Sandra bei ihrem Haus bin und da ein bisschen Mithilfe alles auf Vordermann bringe, damit wir dann endlich abhauen können. Ja, also, das ist so etwa der Ausblick für dieses Jahr und freut mich jeden, den ich da mal sehe in Bad Kissingen. Bin übrigens Akku unten, wie es so kommt halt, aber jetzt bin ich rein, kann das Ding gleich anhängen, damit es lädt. Ja gut, jetzt wisst ihr alles so, was läuft, und ich freue mich wieder, eben euch auch zu sehen in Bad Kissingen, die da hinkommen.
dürfen mich ruhig ansprechen, ich habe nichts dagegen. Und ja, jetzt danke fürs Dabeisein und ja, wir sehen uns dann ja irgendwann wieder. Jetzt fahre ich in den tiefen Wald Bayern irgendwo ins, ja, ganz weit weg. Da werde ich sicher auch etwas filmen. Okay, dann schön wart ihr dabei und bis zum nächsten Mal. Grüße von Woman Adventure und wie immer Daumen hoch. Ja, jetzt muss ich da wieder abstellen. Jedes Mal dasselbe. Vergesst das immer, wie ich schalte immer das Handy aus. Dabei ist hier die Fernbedienung.